Hallo und herzlich willkommen zurück zum Profi-Walkthrough von Dark Souls 3. Wir sind hier in der letzten Episode vor diesem riesengroßen Vieh davon gerannt, nur um dieses Leuchtfeuer zu aktivieren. Jetzt müssen wir wieder zurück an dem riesengroßen gefährlichen Vieh vorbei. Ich zeige euch mal, was es so drauf hat. Es ist recht agil, es ist recht stark, hat viel Ausdauer und verteilt Frostschaden, wie ihr an dem lilanen Balken in der Mitte seht. Also ein übler Zeitgenosse. Aber mit gut getimten Schlägen kann man ihn gefahrlos platt machen. Das Schwert gucken wir uns gleich an. Es gibt übrigens einen Trick. Man kann auch hier im Grunde raus, vor die Tür. Da kommt es nicht hin. Ist wahrscheinlich ein bisschen zu warm und zu sonnig. Und dann kann man ihn mit Pfeilen beschießen. Auch eine sehr praktische, aber auch sehr billige Methode, mit dem Vieh fertig zu werden. Das wird es übrigens noch ein paar Mal in dem Spiel geben. Also nicht drauf ausruhen. Das Gute ist, wenn es einmal tot ist, bleibt es auch tot. So, dann schauen wir uns mal das Schwert an. Wo ist es denn? Da. Das ist ein Schwert, das mäßig skaliert auf Stärke und Geschicklichkeit. Allerdings hat es schon einen ordentlichen Grundschaden mit 124. Zum Vergleich, unsere Axt hat gerade 120. Also aktuell wäre es sogar eine etwas bessere Wahl, wenn unsere Axt keinen Dunkelschaden hätte. Also sie ist immer noch besser. 240 nämlich insgesamt. Trotzdem ein sehr, sehr cooles Teil. So, wir haben in dieser Episode einiges vor. Zum ersten wollen wir Sigurd von Katharina helfen, der ja ein Aufzugproblem hatte. Wir bekommen es noch mit einem Zwischenboss zu tun. Und natürlich wartet noch der Oberboss auf uns. Doch, first things first, fahren wir erstmal hier nach oben. Sigurd ist weg. Offenkundig hat er das Problem gelöst. Jetzt müssen es nur noch wir lösen. Dafür treten wir hier drauf. Warten kurz. Und siehe da, es kommt ein neuer Aufzug. Dann fahren wir mal nach oben. Hier oben angekommen, liegt hier ums Eck noch eine große Seele. Und dann können wir hier noch die Treppe rauf und einen NPC anquatschen. Einen großen, riesigen NPC. Who are you? I help anytime. I help anytime. Viel zu sagen hat er nicht. Hat uns einen Zweig gegeben und das war's. Und nun ja, was er hilft und wie er hilft, das zeige ich euch, wenn es soweit ist. Nun gehen wir erstmal wieder runter. Und falls euch aufgefallen ist, als wir nach oben gefahren sind, haben wir Sigurd gehört, der irgendwie rumgemurmelt hat. Das war ein Hinweis des Spiels, dass wir an einer bestimmten Stelle rausspringen müssen, und zwar hier. Deswegen tippen wir gerade nochmal auf den Schalter, fahren nach oben und springen gut getimt nach draußen. So, aber wo ist er? Der Sigurd. Hier sitzt er und hat offenkundig ein neues Problem. Ah. Oh. Don't disappear like that. You had me downright worried. But thanks to you, an epiphany has struck me square in the head. I've unraveled the riddle of this inscrutable lift. On some days I begin to doubt myself. I went up the tower, so I thought, then somehow ended up here. I'm not exactly sure what happened. Anyhow, do you see that? That humongous beast? I'm no coward and I've a steady hand, but that thing makes my skin crawl. How now? Think twice before you go down that road.
Sigurd spricht von dem Feuerdämon, der da unten seine Runden dreht und der ihm den Weg versperrt. I could try talking some sense into him. No, I think not. He's far too overheated. I've got to use my head and think. Sigurd, das hat doch sonst auch nie so toll geklappt. Du bist eher ein Kämpfer als ein Denker. Das weißt du doch. Also komm, heilen wir uns noch kurz. Und schauen uns das Vieh mal aus der Nähe an. No, you should have waited. Well, it's too late now. I, Sigurd of the Knights of Katarina, by your side. Tja, so schnell geht's mit der Hilfe von Sigurd. Was macht er? Er setzt sich gleich wieder hin. Ah, oh, faules Stück. That was quite a performance. But you mustn't get in over your head. We unkindled must put our duties first. But for the moment, we've a toast to make. Bier, immer gern. To your valor, my sword. And our victory together. Long may the sun shine. Und wir haben eine Geste gelernt. Anstoßen. Der Mann wird mir immer sympathischer. I'm going to have myself a little nap. The only thing to do, really, after a nice toast. Gute Nacht, Sigurd. Wir werden dich wiedersehen. Aber erst sehr viel später. Gut, dann schauen wir uns mal dieses Gebiet hier an. Hier gibt es Gott sei Dank nahezu keine Feinde. Die Feinde, die es gibt, die sind allerdings ziemlich fies. Also Vorsicht, jetzt grasen wir unten erstmal ein paar Items noch ab. Hier war, glaube ich, keins mehr. Richtig, genau. Alles leer. Aber dafür hängen hier zwei an Leichen. Nummer 1 und Nummer 2. Eine komplette Rüstung. Eine bleiche Zunge. Wofür das ist? Tja, ich verrate es euch, das ist auch für einen weiteren Covenant im Spiel. Und hier hinten eine Großkeule. Die schauen wir uns doch mal an. Großkeule klingt groß und keulig. Das ist sie auch. Die braucht 22 Stärke, das sieht man unten in der Mitte. Hat allerdings mit 150 einen ordentlichen Grundschaden und auch eine ordentliche Reichweite. Obwohl ich sie nicht richtig benutzen kann, zeige ich sie euch mal. Ja, das ist doch mal ein ordentliches Ding, oder? Wupp! Das war der leichte Hieb und das ist der schwere. Damit kann man ganz schön Leute ungespitzt in den Boden stampfen. Ein richtig cooles Teil. Aber dafür bräuchte ich noch etwas mehr Stärke. Deswegen muss ich noch ein bisschen in die Muckibude. Weiter geht's. Hier hinten geht's ins Gebäude rein. Habe ich mich jetzt verlaufen? Da geht's ins Gebäude rein. Genau. Und auch hier müsst ihr wieder Vorsicht walten lassen, denn einige von diesen Käfigen sind nicht so tot, wie sie vorgeben zu sein. Hier ist alles noch in Butter. Aber das Item, das schreit förmlich nach einem Hinterhalt. Und wenn wir jetzt die Markieren-Taste drücken, siehe da, tatsächlich sind auch farblich etwas abgehoben von den anderen. Und dadurch auch als Gegner zu erkennen. Und das war nicht der einzige, da hinten hängt noch einer. Jetzt können wir es gefahrlos holen. Weitere Köderschädel. Und eine kleine Seele, süß. Hier bekommen wir es jetzt mal wieder mit Hunden zu tun. Mein absoluter Lieblingsgegner.
Jetzt zeige ich euch mal, was passiert, wenn man die im Nahkampf angreift. Das geht zwar, allerdings können sie ganz schnell, ganz leicht zutreten, was richtig Aua macht. Jetzt hatte ich Glück. So, hier wartet eine Truhe, aber Vorsicht, auch hier nicht nur eine Truhe, sondern auch ein Hinterhalt. Hier oben. Das ist mal wieder ein ganz deutliches Zeichen dafür, sich in Dark Souls immer umzuschauen, sich nie sicher zu wiegen und vor allen Dingen, wenn es irgendwo was einzusammeln gibt, was irgendwie viel zu leicht wirkt, hat es meistens mit dem Hinterhalt zu tun. Hätten wir die Kiste eingesammelt oder geöffnet, wären alle vier runtergefallen, wir wären eingekesselt gewesen und das wäre mal sehr ungemütlich geworden. So. Was habt ihr denn bewacht? Menschliches Harz. Das zeige ich euch mal. Fügt Waffe der rechten Hand Dunkelschaden hinzu. Brauchen wir nicht, hat unsere Axt schon von Natur aus. So, nun kommen jetzt die Gegner, vor denen ich ein bisschen Angst habe. Vor denen ich auch vorhin gewarnt habe. Das sind wieder unsere Tanten. Und zwar gleich zwei Stück. Ich empfehle, sie aus der Entfernung mit Pfeil und Bogen platt zu machen. Komm schon her. Mach mal das Ding kaputt. Jetzt. Was, Vogel? Aua. So, das war Nummer 1. Nummer 2 kriegen wir vielleicht so platt, indem wir uns von hinten anschleichen, weil sie ist noch nicht aufmerksam geworden. Nein. Au. Ui, diesen Umarmer will man nicht spüren. Ist gut. Wahnsinn. Ja, ich hab's schon kapiert. Ich gehe ja. Muss hier mal raus und mich heilen. Ui. Und durch die Wand getroffen. Dankeschön. Beide Tanten tot, endlich. Oh, wirklich, ich mag die wirklich nicht. Ihr wisst jetzt vielleicht auch warum. Ganz schön hartnäckige Biester. So, hier draußen geht's raus und die Treppe rauf. Dann haben wir hinten noch ein Item. Ich glaube, das ist ein weiterer Ring. Flints Ring. Ja, für uns nicht ganz so tauglich, aber vielleicht kann es ja der ein oder andere von euch brauchen. Verringerte Belastung erhöht körperliche Angriffe. Hm. Strange. Okay, weiter geht's. Hier drüben können wir uns jetzt hier auf diesen Vorbau fallen lassen und dann auf diesen Turm. Und dann glaube ich, wenn man hier außen rum geht, gibt es glaube ich auch nochmal irgendwo ein Item. Ja. Einmal Knochen. Und dann geht es jetzt hier ganz schön das Loch runter zu einem der wichtigsten Ringe, die man so brauchen kann als Nahkämpfer. Und um hier quasi lebend runterzukommen, müssen wir auf diese Holzbalken hier auf halber Höhe springen. Das ist ein bisschen knifflig, weil man da von draußen aus Anlauf nehmen muss. Aber
dieser Lichtstrahl gibt uns so ein bisschen, ein kleines bisschen die Richtung vor. Aber bevor wir das machen, heilen wir uns erst nochmal. Nehmen Anlauf und springen. Tada! Jawohl. Nun nochmal hier runterfallen lassen. Fässer kaputt schlagen. Der Chloranthi-Ring. Oh, man kennt ihn schon aus Dark Souls 1 und 2. Und das ist einer der coolsten Ringe, die es gibt. Erhöht Ausdauerregeneration. Das heißt, mein grüner Balken links oben füllt sich während des Kampfes schneller wieder auf. Praktisch. Ein Ausrüstungsset. Und dann geht's hier nach draußen. Hier lag, glaube ich, noch ein Item. Oder zumindest glaubte ich das jedes Mal. Und, aber irgendwie liegt da nie was. Erstmal kurz heilen. Und dann geht es hier runter. Das ist das Tor, das zum Boss führt. Allerdings ist das, ihr könnt es euch sicher denken, von dieser Seite aus versperrt. Was wir jetzt tun, ist in den Feuerbandschrein zurückkehren, denn ich habe jetzt mehr als 20.000 Seelen, die ich brauche, um den Schlüssel für den Turm im Feuerbandschrein zu öffnen. Außerdem brauche ich noch einen... Uiuiui. Kann ich dann meine Estus-Scherben einsetzen, die ich für den Boss brauche und so weiter. Also es gibt so ein paar Dinge zu tun, deswegen reisen wir jetzt einfach mal zurück, bevor die Olle da auftaucht. Kannst noch so viel schießen, ich bin weg. Schön wieder hier zu sein. Hallo Schreinmaid. Ah, Hermit. So. Verkaufen will ich nicht, ich will eigentlich eher kaufen. So, da ist er, der überteuerte Turmschlüssel des Feuerbandschreins. Das tut so weh, aua. Gut, okay. Dann verkaufen wir ein bisschen was. Das Gute ist, in Dark Souls 1 und 2, wenn man da Seelen verkauft hat, hat man nie den richtigen Gegenwert bekommen für diese Seelen. Hier ist man allerdings, bekommt man bei der Schreinmaid genauso viel Seelen zurück, wie wenn man diese Seelen futtern würde. Gott sei Dank. Deswegen kann man sie auch hier alle getrost verkaufen, was ich jetzt mal tue, um vielleicht das ein oder andere Level-Up noch abzugrasen. Das ist richtig viel, was wir hier eingesammelt haben. Wunderbar. Ashen One. Hallo. Welcome home, I speak that. Very well. Then touch the dark and take nourishment from these sovereign. So, schauen wir mal. Was wir auf jeden Fall in der Anfangszeit jetzt noch häufiger brauchen, ist Kondition und Vitalität. Ich werde auch bald ein bisschen in Stärke investieren, weil ich demnächst mal eine neue Waffe hernehmen möchte. Und unsere aktuelle Waffe skaliert ja überhaupt nicht, weil sie Dunkelschaden austeilt. Aber es soll ja auch ein bisschen spannend für euch bleiben. Ich werde also immer mal wieder die Waffe wechseln. Aber zuallererst auch im Hinblick auf den Boss stecken wir mal ein bisschen Punkte in Ausdauer und Vitalität. Und das ist gerade so aufgegangen. Ja, du auch. Dann gehen wir zu André und geben unsere Estus-Scherben her. Ah, just good to slot needs. So, wir hatten glaube ich nur zwei. Schauen wir mal. Genau. Und dann ordnen wir sie noch zu. Da ich überhaupt keine Mana-Tränke brauche, gebe ich mir mal 6 normale Heilungsflakons. Jawohl. Dann schauen wir mal noch, ob wir unsere Axt verstärken können. Natürlich können wir das. Jetzt brauche ich allerdings schon große Titanitscherben für die Axt. Da haben wir bisher nur eine davon gefunden. Aber die abgründige Streitaxt ist jetzt schon auf plus 4. Coole Sache. Unseren Bogen könnten wir zum Beispiel noch ausrüsten. Dafür brauche ich noch ein paar Seelen. Und auch unseren Schild. Das würde ich jetzt allerdings tatsächlich tun. Dafür werde ich allerdings noch ein kleines bisschen was bei der Schreinmaid verkaufen. Ah, verkaufen. So, was brauchen wir denn nicht? Schauen wir mal bei der Ausrüstung. Ach, jede Menge. Kettenbrecher, taugt nix. Das Breitschwert will ich nicht haben.
Das Astora-Schwert war jetzt auch nicht so wahnsinnig. Das Irithyll-Schwert behalte ich mal. Vielleicht bringt es uns ja noch was. Das Rapier. Die Handaxt. Ja, das können wir. Die Großkeule, nee. Da finden wir später, wenn ich dann die entsprechende Stärke habe, schon noch andere Sachen. Nochmal schön aufräumen. So, das dürfte doch ausreichen. Hallo again. Jawohl. Jetzt können wir den Bogen sogar auch noch verbessern. Super. Und dann können wir noch zu Greirat. Der sitzt hier unten, um ihm von Loretta zu erzählen. Ah, there you are, unkindled one. I wish to express my gratitude for trusting a lowly pyromancer and allowing me to gaze upon this majestic flame. As promised, I will impart pyromancy. Ach, das ist ja der Pyromant, genau. Haha, verwechselt. Der Greirat sitzt da drüben. Von ihm bekommen wir jetzt die Pyromantieflamme, mit der können wir unsere Feuerzauber wirken. Wenn wir denn welche haben, aber wir können durchaus welche von ihm kaufen. Er hat schon so ein paar. Außerdem verkauft er auch ein bisschen was, Rüstungssets und das war's. Und außerdem, wenn wir ihn im Verlauf Schriftrollen bringen, die wir finden, erweitert er auch sein ganzes Sortiment. Sehr cool. Aber jetzt wirklich zu Greirat. Oh, hello, you're back. And in one piece. Well, now it's time I do my part. Whatever trinket you need, speak up. Just don't ask me where I got them. Heavens, she was already dead. Thank you. I'm not surprised though. Almost a relief, really. You can keep the ring. As, well, a little trinket of thanks, I suppose. You can keep the ring as. Bei ihm können wir auch Gegenstände kaufen. Der hat alles Mögliche im Gepäck, was man so brauchen kann. Und das Gute ist, im Spielverlauf, wenn wir neue Gebiete erkunden, können wir ihn auch in diese Gebiete schicken, um da ein bisschen auf Diebeszug zu gehen. Und somit erweitert er sein Sortiment. Auch sehr, sehr cool. So. Das war's jetzt hier. Hier ist allerdings noch ein neuer NPC gekommen. Sprechen wir auch mal mit ihm. Unkindled, are we? And fast on the trail of the Lords absconded? Then these red eyes are for you. Gebossene rote Augäpfel sind dazu da, um gegnerische Spieler zu invasieren, also ein PvP-Gegenstand. Use them to pillage embers and briefly heighten your strength. For your duty. What else are unkindled ashes good for? Pillage embers for briefly heightened strength. For your duty. What else are unkindled ashes good for? Ja, zwielichtige Gestalt. Sehr, sehr komisch. Gut, dann kehren wir jetzt zurück in die Siedlung der Untoten, nehmen uns allerdings einen Rat von diesem Burschen da oben zu Herzen und machen uns mal kurz menschlich, entfachen unsere Glut, denn auf dem Weg zum Boss gibt's auch noch unseren ersten KI-Invasor und den wollen wir natürlich auch noch bezwingen, weil der eventuell was fallen lässt, aber auf jeden Fall ordentlich Seelen gibt. So, hier. Und nicht zuletzt bekommen wir durch Glut auch einen deutlichen Lebensboost verpasst. Okay, dann ab zurück in die Untotensiedlung.
So, und wenn wir schon mal hier sind, wollen wir auch mal schauen, ob wir noch unseren Crystal Lizard erreichen. Da kommt auch schon der KI-Invasor, aber der ist mir jetzt nicht so wichtig wie der Crystal Lizard. Da oben rennt er schon. Er hat uns gesehen. Das wird, glaube ich, nichts mehr. Doch, wir haben ihn noch erreicht. Ein scharfer Edelstein. Jawohl. So, nun, Scherge, komm her. Trau dich. Komm hier runter. Das ist ein ganz schön anspruchsvoller Bursche. Vor dem muss man aufpassen. Aber er lässt sich durch Backsteps ganz gut in den Griff bekommen. Wenn er nämlich sein Schwert zweihändig hält, lässt er seine Deckung ganz schön weit offen. Heilen tut er sich auch. Boah. Komm her. Jetzt hör auf mit deinen Estus-Flakons. Wirklich. Das ist unfair. Hast du keine mehr? Ui, aber zaubern kann er. Boah, wenn der getroffen hätte, das wäre schwer geworden. Ah, damit heilt er sich auch, aber das hilft ihm jetzt auch nichts mehr. Ein Schlag noch. So, Schluss jetzt. Dankeschön. 3000 Seelen. Das war übrigens der Bursche, den wir vorhin in dieser Höhle getroffen haben. Der Chef des Covenants da unten. Jetzt rasten wir nochmal ganz kurz und dann kann es endlich weitergehen. Und zwar relativ straight Richtung Boss. Der ist ja da hinten in dieser riesengroßen Kathedrale. Davor haben wir es hier mit so einem Typen zu tun, die an diese Pott-Typen erinnern. Nur diesmal haben sie nur eine Säge dabei. Das macht sie trotzdem immer noch zu sehr gefährlichen Gegnern. Ja, wir hauen beide aneinander vorbei, ne? Komm her. Schön hinter sie. Aushauen lassen. Weil man mal weiß nie, ob da noch eine gewischt kommt. Bam. So, und ab hier freuen wir uns darüber, dass wir mit dem Riesen da oben auf dem Turm gesprochen haben. Ganz da hinten. Denn der hilft uns jetzt nämlich. Wenn wir nicht mit ihm gesprochen hätten, hätte er uns sogar bekämpft. Und zwar mit folgendem. Achtung. Tja. Er schießt mit richtig riesengroßen Pfeilen auf alles, was sich bewegt. Komm schon. Bam! Haha. Schön, nicht? Gut, dass hier noch mehr kommen. Schauen wir mal. Da. Das ist so lustig. Ich werde nicht müde, das anzuschauen. So. Schwindende Seele, Glut, junger weißer Zweig, noch ein junger weißer Zweig, das ist auch ein Covenant-Item. Übrigens wird uns dieser Riese mit seinen Mega-Pfeilen im Spiel noch häufiger helfen, und zwar jedes Mal, wenn wir hier irgendwo in der Spielwelt so einen weißen Baum finden. Da in dieser Gegend wird er uns unterstützen. Sehr, sehr cool. So, und hier drüben liegt ein richtig, richtig cooler Gegenstand. Den wollen wir haben durch einen Sprung. Ja, jawohl. Und zwar untoten Knochensplitter. Klingt jetzt höchst ominös, aber damit verstärken wir unsere Estus-Flakons. Das geht am Leuchtfeuer im Feuerbandschrein. Cool, cool, cool. So, wir haben noch nicht ausgeschossen. Hier drin sind noch ein, zwei Gegner. Kommt raus. Ist das so ein rotaugiges Vieh? Ist reichlich spät, aber danke. Gut, hier oben gibt es noch zwei Items. Und zwar da oben bei der Holzhütte. Ich
mit Hinterhalt natürlich wieder. Wir haben uns zu sicher gefühlt. Er aber auch. Und dann gibt es hier noch einen weiteren wichtigen Gegenstand, den wir haben wollen. Asche des Bestatters. Asche, damit kann unsere Schreinmaid ja etwas anfangen. Sehr, sehr cool. So, dann geht's weiter. Hier in den Raum. Und da die Treppe rauf. Dann springen wir mit Anlauf hier rüber. Sammeln noch hier die Sense ein. Vielleicht ist das ja eine Waffe, die wir später mal verwenden können. Gucken wir sie uns doch mal an. Ah, die skaliert mit E auf Stärke, das ist nicht so toll, aber mit C auf Geschicklichkeit, hat, naja, mäßigen Grundschaden. Das, nee, lassen wir mal lieber. Ist viel zu rot hier alles. So, nun kommen wir hier in die Kathedrale rein, wo es zum Boss geht. Machen allerdings erstmal die Abkürzung auf. Ihr erinnert euch, vorhin war ein Tor verschlossen. Jetzt können wir es von dieser Seite öffnen. Wunderbar. Aber bevor wir zum Boss gehen, der hier auf uns wartet, gehen wir nochmal zurück in den Feuerbahnschrein, weil es gibt die Asche abzugeben. Wir müssen den Schlüssel kaufen, um die, den letzten NPC hier in diesem Gebiet zu befreien. Einiges zu tun hier. So. Die wird sich jetzt freuen. Schattenasche hergeben. Gracious, passing fine ash thou hast given. Let this ash bestow nourishment. I only hope these new wares content thee. Das tun sie bestimmt, denn jetzt hat sie diesen Schlüssel hier im Sortiment. Den Grabschlüssel, ein Schlüssel zur Tür der Kanalisation der Untotensiedlung. Ha! Können wir brauchen. Her damit. So, und hier am Leuchtfeuer können wir jetzt noch unseren Knochensplitter verbrennen, um damit den Estus-Flakon zu verstärken. Ihr seht, jetzt steht hier Estus-Flakon plus 1. Cool, cool, cool. So, nun müssen wir wieder zur Cliff, nein, zur abrufreichen Brücke, um dort noch in die Kanalisation zu gehen. Hier am Leuchtfeuer geht's rechts gleich in die Kanalisation runter, zu Mama Ratte und ihren Kindern. Bumm. So, so schnell geht's. Ich muss mal ganz kurz mein Schnellinventar aufräumen. Wir haben keine Mana-Tränke mehr. Menschlichkeit brauche ich gerade auch nicht. So, schon besser. Wo seid ihr anderen Babyratten? Kommt her. So. Hier können wir jetzt nun die Tür öffnen. Und finden hier neben einem neuen Item ein Lendentuch. Eine Statue, bei der wir um Vergebung und Läuterung erbitten oder bitten können. Das ist also falls ihr es irgendwie euch mal mit einem NPC verscherzt habt, sprich, wenn ihr ihm mal aus Versehen die Axt auf die Stirn gehauen habt und er sauer auf euch ist, ihr ihn allerdings noch braucht, als Verkäufer, als NPC-Kollege, als ja, Questgeber und so weiter und so fort, könnt ihr hier gegen teuer Geld eure Sünden beichten und dann sind die NPCs resettet. Wir haben allerdings bisher nichts Böses gemacht. So, hier gibt es ein paar Items. Oh, eine helle Bade, das könnte eventuell spannend sein. Allerdings ist hier nicht alles eitler Sonnenschein. Diese ganzen Knochen, die hier rumliegen, werden zum Teil auch mal lebendig, wenn man ihnen zu nahe kommt.
Und meistens, wenn man ein Item einsammeln will. Wenn wir uns an Dark Souls 1 erinnern, sind Skelette immer wieder aufgestanden, wenn man sie kaputt gehauen hat. Das passiert auch in Dark Souls 3. Mit diesen Viechern hier allerdings noch nicht, glücklicherweise. Das kommt erst später im Spiel. Ihr werdet sehen, ne? So, weiter geht's. Aber auch hier, das Spiel weiß, wie ihr denkt. Das denkt jetzt, die beiden sind nicht auf euch aufmerksam geworden. Ihr könnt jetzt da entweder hinrennen und einen Sprungangriff machen oder hinschleichen und einen Backstep auslösen. Aber ihr werdet selber in einen Hinterhalt gelockt. Das ist Dark Souls at its best. Jetzt können wir sie angreifen. So. Sonst liegt hier nichts mehr. Nun kommen wir hier unten in ein kleines Tal, das wir von oben auch bei den drei Pott-Typen gesehen haben. Hier hängt auch noch ein Item, das können wir getrost mit Pfeil und Bogen runterschießen. Das ist ein mäßig brauchbarer Schild. Und bevor wir hier reingehen, schauen wir uns erstmal noch in dem eigentlichen Tal um. Wo war denn das? Da lang. Und zwar geht es hier nach links zu einem Crystal Lizard. Komm her! Na, jetzt bleib doch mal hier. Danke. Schwerer Edelstein, super. So, diese beiden Items liegen auch wieder so da, so leicht zu holen. Aber wenn man hochschaut, sie sind nicht leicht zu holen. Wir tappen auch hier in einen Hinterhalt. Einer von diesen Pott-Typen. Und der kommt nämlich gleich runtergesprungen, wenn wir das einsammeln wollen. Hinlaufen, zurück. Der hat uns ganz schön platt gemacht. Gefährlich bleiben sie trotzdem. Ich hasse diese Typen. Abfall. Ist wirklich Abfall. Kann man nicht brauchen. Und eine kleine Titanitscherbe. Sehr schön. Dann heilen wir uns mal. Dadurch, dass wir menschlich sind, ist unser Lebensbalken sehr viel länger. Deswegen brauchen wir auch viel mehr Heilsprüche, um uns voll zu heilen. Das reicht noch nicht mal. Aber es ist genug, um hier vorwärts zu kommen. So, nun geht's hier rein. Zu ein paar Ratten. Und da kommen jetzt ein paar aus diesen Löchern raus, immer und immer wieder. Also Vorsicht! Das war's. Ein neuer Talisman, eventuell nützlich, weil damit wirken wir ja Wunder wie unseren Heilzauber. Aber wir wollten jetzt erstmal die Hellebarde angucken. Vielleicht taugt die ja. Schauen wir mal. Na, keine Geste. Inventar. 130 Grundschaden, skaliert mäßig mit D und D. Immer noch nicht so wirklich etwas, was mich glücklich machen würde. Lassen wir das mal lieber. Bleiben bei unserer Dunkelaxt. Die haben wir eh gerade aufgerüstet. So, unser nächster NPC. Who is there? Someone there? Anyone? Oh, please. Whoever you are, touch me. The dark surrounds me, nibbles at my flesh. Little creatures, they never stop biting. So please, hold out your hand and touch me. Ah, yes, there you are. So close indeed. Then I am not entirely alone just yet. Praise the merciful gods above. Oh, forgive me.
I am Irina of Karim. I came to this land so that I might be a firekeeper. Your touch has freed me from the darkness. You are a champion, then. I am weak and unfit to tend the flames. But if it would not trouble you, might I enter into your service instead? Oh, thank you, sweet champion. I shall take my vows. I, Irina of Karim, solemnly swear to serve you. Wunderbar. Nun haben wir eine Klerikerin in unseren Reihen. Sie kehrt jetzt auch zum Feuerbandschrein zurück und bei ihr können wir Wunder erlernen, so wie unseren Heilzauber. Nun gehen wir hier nach draußen und sprechen nochmal mit ihrem Bodyguard. You've gone and rescued her, have you? How very quaint. Pitying creatures that are beyond help. Very well. I am Egon, a knight of Karim. I am allied to you for as long as you assure the girl's safety. And only for that long. What's the matter? My terms are very simple. I am allied to you for as long as you assure the girl's safety. And only for that long. Sehr praktisch, solange wir Irina quasi bei uns haben und ihr Gutes tun, wird Aegon hier uns als Unterstützer in diversen Bosskämpfen begleiten oder ja, helfen. Und das ist ziemlich praktisch. So, jetzt reisen wir von einem Leuchtfeuer zum nächsten, weil wir ja jetzt endlich hier alles in der Untotensiedlung erledigt haben, um dem Boss dieses Gebiets mal Hallo zu sagen. Und das schnellste Leuchtfeuer ist ja hier unten bei unserem blauen Frostdämon gewesen. Praktischerweise kann man bei Leuchtfeuern nicht nur zum Feuerbandschrein reisen, sondern auch zwischen bereits aktivierten Leuchtfeuern hin und her springen. Sehr, sehr cool. Das gibt es bereits seit Dark Souls 2. Eine sehr nützliche Funktion. Der schnellste und sicherste Weg ist über den Friedhof. Zum einen, weil das einfach weniger Gegner sind und zum anderen, weil uns auch der Riese mit seinen Megapfeilen hilft. Wir müssen eigentlich nur an diesen Burschen hier vorbei. So. Nun, kommt schon her. Herrlich, diese Hilfe. Wow. Na, komm her. Komm. Trau dich, der Typ schießt nämlich auch gegen die Tür. Aber ich bin irgendwie immer schneller. Gell? Ja, ja. Jetzt ist es zu spät. So. Das war der letzte Feind zwischen mir und dem Boss. Juhu. Das ist einer der wenigen Bosse, die, wo man keinen KI-Begleiter beschwören kann. Ihr werdet aber auch gleich sehen, warum das so ist. Das wäre ein bisschen zu viel gewesen für die KI. So, das ist die Kampfarena.
wir heilen uns jetzt erst nochmal kurz. Und wenn ihr mal da vorne hinschaut, da knien einige Gegner um diesen großen Baum herum. Die werden uns während der ersten Phase des Bosses auch ein bisschen das Leben schwer machen. Wir müssen uns um ein, zwei im Vorfeld kümmern, weil da nämlich unter ihnen ein paar sind, die rote Augen haben und besonders kräftig sind. Ich hoffe, ich kann den richtigen rauspicken. Da ist er, genau. Und jetzt heißt es, den Boss angreifen. Wo ist er? Da. Und zwar zwischen seinen Beinen. Tatsächlich. Ab auf die Klöten. Das Gute ist, das Großholz haut auch seine eigenen Untergebenen platt. So, die Eier sind kaputt. Jetzt kommt die zweite Phase. Wow. Auch hier heißt es wieder, direkt in der Mitte auf die Klöten hauen und auf diese weiße Hand hier aufpassen. Denn wenn die einen packt, dann heißt es eigentlich fast immer Instant Death. Das war knapp. Aber hier will ich zuallererst draufhauen und die kaputt machen. Dann können wir uns nämlich nicht mehr, brauchen wir uns nicht mehr um die Hand scheren. Die weiteren empfindlichen Stellen sind überall da, wo es diese weißen Bubbles gibt. Die hat er auf der Rückseite und die hat er auch an den Händen und Füßen. Dieser gelbe Schleim auf dem Boden, der richtet zwar keinen Schaden an, aber der verschleißt unsere Ausrüstung. Vorsicht! Jetzt rollt er sich nach hinten. An allen anderen Stellen ist er komplett unverwundbar. Das ist einer der wenigen Bosse, wo das so ist. Vorsicht vor der Stampfattacke. Ich empfehle ihn nicht zu markieren, dann könnt ihr nämlich gezielter auf die Gliedmaßen hauen. Aua, wie er mich. Wenn man solche Bubbles final kaputt gehauen hat, dann verliert er immer einen Riesenschlag an Leben. Also das ist sehr, sehr motivierend. Wow. Jawohl. Viel ist nicht mehr Großholz. Nur bald ein Kleinholz. So, was hast du denn noch? Au! Die letzten Bobbles zu finden. Uiuiui. Da. Das war's. Fall um! Bam! Yeah! Wir haben einen Wandlungsofen bekommen, neben seiner Seele. Und das ist ein sehr, sehr cooles Item. Aber um es spannend zu machen, erzähle ich das euch im nächsten Video. Das war's jetzt hier mit dieser Episode. Wir haben die Untotensiedlung durchquert, alle NPCs befreit, das Großholz besiegt. Jetzt kann es weitergehen zum Pfad der Opferung. Das aber erst im nächsten Video. Ich winke Abschied. Sag Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.